Der Höhepunkt dieser Karwoche, dieser Woche der Trauer, Karwoche kommt aus dem althochdeutsch-mittelhochdeutschen Begriff Kara, Kar, Trauer, Schmerz. Der Begriff findet sich im Englischen Care, Kummer, Sorge, immer noch wieder. Der Höhepunkt also dieser traurigen Woche ist der Karfreitag, der Tag, an dem Jesus gekreuzigt worden ist. Und auch heute noch wird dieser Moment begangen in der Kirche, nachmittags um 3, wie wir es aus der Bibel wissen, um Mittag des Tages, an dem Jesus gekreuzigt wird, verdunkelt sich der Himmel. Und um 3 Uhr nachmittags erbebt die Erde und der Vorhang im Jerusalemer Tempel zerreißt und Jesus stirbt. Er wird vom Kreuz abgenommen, wird in eine Grabhöhle gelegt und zwischen Karfreitag und Ostern beginnt nun eine Zeit der Stille, eine Zeit, in der Jesus ins Reich des Todes hinabsteigt, was wir auf diesem Altarbild neben der Kreuzigung auch sehen können, diesen Moment des tatsächlichen Sterbens, bevor Jesus dann am dritten Tag an Ostern auferstehen wird.